Was ist bitte mit Tilan los? Komm, wir gucken uns das hier mal an. Was ist mit Tilan los? Also Tilan, muss ich auch sagen, ist eine absolute Schnecke. Wisst ihr, Leute, also in meinen Augen eine absolute Schnecke, die liebe Tilan. Mensch, der sich stundenlang im Bett hin und her wälzen muss, um einschlafen zu können. Wirklich nicht. Vielleicht liegt das auch einfach nur daran, dass ich fast... Hörst du, du warst in letzter Zeit zu selten am Start. Du kritikunfähiger Sören. Ich immer unter Schlafentzug leide. Ich übertreibe nicht. Sobald ich mich auf die Couch setze und mal einen Film schauen will, nicke ich wirklich instant ein wie ein alter Opa, ohne dass ich es wirklich merke. Aber neulich, da sollte alles anders kommen. Ich bin also wie immer gegen Mitternacht ins Bett und dann lag ich da neben meiner wunderschönen Frau. Die Frage ist jetzt, wer ist das? Ist das Jennifer Aniston? Ja, das ist er. Das ist er doch. Ich kenne nicht viele, aber die kenne ich. Ja, Disney ist auch schon über 40, ne? 52? Uiuiui, Baku, ja? Du alter Milfhunter, ja? Das ist ein Schlingel, ich sag's euch. Hi, Darling. Das verschiss du mir nicht aus. Okay, meine Frau, dass sie bin ich safe tot, Alter. Ja, auf jeden Fall lag ich halt im Bett und konnte überhaupt nicht einschlafen. Ihr Sachsen-Sieg ist schade. Nach 2 Stunden hin und her wälzen, fielen mir jedoch plötzlich die Worte meines Ehrenmods Sachsen-Ziege ein. Also ich liebe ASMR-Videos, bei denen Ohren abgeschleckt werden. Das ist ja scheiße, ja. Okay. Ja, was war denn das für eine Scheiße? Was war denn das für eine mega schlecht gemachte, mega hässliche Stimme vor allem? Bisschen cringe, aber alles klar. Aber man soll ja einigen Dingen auch einfach mal eine Chance geben. Also ging ich an den Rechner und tippte einfach mal ASMR ein in der Hoffnung, dass ich wenigstens ein bisschen... Was denn da? Bist du dumm? Also ging ich an den Rechner und tippte einfach mal ASMR... Bist du dumm? Bist du komplett dumm? Umgeklickt. Du bist dumm. Er hat einfach, hat er wirklich in die Suchleiste bist du dumm eingegeben? Alter, ich guck mal kurz. Ja, er hat einfach nur in die Suchleiste bist du dumm eingegeben. Ja, was soll ich dazu sagen? Der hat niemals ASMR eingegeben, da wird was anderes kommen. Ja. Das ist traurig. Ja. Das ist einfach traurig. Schade, dass Baku seine Videos faked. Finde ich nicht so nice. In der Hoffnung, dass ich wenigstens ein bisschen müde werde. Und dann nahm das Übel seinen Lauf. Ja, jetzt wird's. Tilan. Wie das aber aussieht, mein. Ach du Kacke, Alter. Okay, also so weit ist es also schon gekommen. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie tausende Menschen weltweit abends im Bett liegen, sich genüsslich auf die Suche nach einem passenden ASMR begeben, um dabei einfach entspannt einzupennen. Und dann treffen diese Leute auf dieses Video, in dem ein Mädel Sahne in ein verschissenes Silikonohr reinsprüht und das dann genüsslich ausschlägt. Wie, ihr glaubt mir nicht. Alter, das ist saugeil gemacht, ohne Scheiß. Ihr müsst euch mal auf dieses... Raus! Raus, Bruder! Man muss es nur wollen, ne? Mit Autotune kannst du alles, die ganze Wunder bewirken. Das Gedankenexperiment einlassen. Krank, Alter, habt ihr es gerade ohne Witz, was ist das? Ihr müsst euch mal auf dieses Gedankenexperiment einlassen und an sich ist dieser Gedanke doch richtig geil, oder? Das ist nicht so wie bei den anderen ASMR-Leuten, die euch das Gefühl geben, sie würden nur an eurem Ohr lecken. Nein, sie sprüht euch gleich... Es ist widerlich. Ey, wenn das Kenny K. auch macht, ne? Ich werde mich niemals mit dem treffen. Das wäre mir ein bisschen zu widerlich, wenn der das auch macht. Er hat auch dieses Ohrenmikrofon für 1000 Euro sich geholt. Gleich Sahne ins Ohr und leckt dann euer Ohr sauber. Ohne Scheiß, ich war nach diesem Video auch einfach nur verstört. Ich meine, ASMR-Videos finde ich bis jetzt auch nur irgendwie komisch. Und ich weiß nicht, wenn das ASMR sein soll, puh. Okay. Leck mein Ohr, wir sind gern. Anmerkung nebenbei. Ich weiß ja, dass auch einige Leute ASMR feiern und das auch seine Daseinsberechtigung hat, aber was ist das? Es ist ja vollkommen in Ordnung, wenn man mal ein bisschen was ausprobieren will. Aber wer zum Teufel kommt auf die Idee, dabei Sahne aus einem fucking Ohr auszulecken und warum? Stellt euch mal vor, ihr zieht euch richtig schick an und geht. Das ist ja selbst, wenn man sich das vorstellt, ist ja auch gesellschaftlich sehr widerlich. Ich kenne jetzt niemanden, der das feiert, dass ihm das Ohr die Ohrmuschel abgeleckt wird, ja, aus so richtig rein ins Ohrenschmalz. Widerlich. Geht mit eurer Freundin in ein kulinarisches, versnobtes Restaurant und irgendwer in einem schicken Armani-Anzug serviert euch euren teuren Humus in einem alten, verranzten Ohr. Ich frage mich echt, was Menschen oder Aliens in 2000 Jahren über uns denken werden, wenn sie irgendwann die Überreste unserer Zivilisation in irgendwelchen Ruinen wiederfinden. Krebs, Menschen, Krebs. Ach du heilige Makrele. Professor, schauen Sie sich mal an, was wir hier entdeckt haben. Eine Speicherkarte aus dem Jahr 2021. Was?
Legen Sie die Speicherkarte schnell auf den Ektoplasma-Scanner. Wir müssen herausfinden, woran die Menschheit ausgestorben ist. Nee, daran kann es nicht liegen. Nee, auch daran nicht. Ich bin mir sicher. Das ist ja wirklich... Oh mein Gott. Wir haben das Rätsel gelöst. Aber zu welchem Preis? Es ist einfach Feier geworden mit dir, Olli. Es ist so random, dass Fire Golden, Jo Olli und Unge dort zu sehen sind. Aber so muss es sein, Leute. Ja. Es ist so random einfach. Was ist los mit ihm? Ich frage mich halt auch, wie Baku auf solche absoluten, also wirklich auf so absolut sinnlose Scheiße kommt. Das ist halt so die Frage. Also, bitte nicht böse sein auf mich, okay? Das mache ich zum ersten Mal. Nein, Tilan, wir sind dir nicht böse. Es wäre vielleicht für die Zukunft etwas besser, wenn du dieses Hintergrundrauschen in der Nachbearbeitung entfernen würdest. Ich meine, wenn ich meine Augen schließe, habe ich einfach das Gefühl, dass neben deinem Zimmer direkt eine Flugzeugturbine läuft oder ein Föhn läuft oder ein Staubsauger oder kein Plan. Was ist das? Das ist kein echtes Ohr. Ach, na dann. Und wir dachten alle, dass du in einer Nacht- und Nebel-Aktion den Game Master entführt hast, ihm sein Ohr mit einem Samurai-Schwert abgetrennt hast, um deiner kranken Fantasie einfach freien Lauf zu lassen. Da muss ich mich echt fragen, also für wie blöd hältst du deine Zuschauer eigentlich? Aber ich muss sogar zugeben, ich... Ach, das ist kein echtes Ohr. Ach, so ist das. Um Gottes Willen. Ey, ich hatte gerade kurz Angst gehabt, dass es ein echtes Ohr ist. Weißt du, der dicke Michi hat doch damals auch die Ohren abgerissen von dem Hund. Alter. Kein echtes Ohr. Ich dachte, es kommt vom dicken Michi, bin ich euch ehrlich. Von dem wilden Kerle. Ich dachte, der dicke Michi hat das Ohr abgetrennt. Ja, aber es ist dann halt nicht. Ich finde es sogar ganz gut, dass du das machst, worauf du Bock hast. Ich habe solche Videos sogar in irgendeiner Form in YouTube Deutschland vermisst. Zumindest sind das nicht mehr Videos wie diese hier. Also das muss man hier wirklich zugutehalten. Alter, so krank, oder? Guckt euch mal die Titel an, Achtung. Zumindest sind das nicht mehr Videos wie diese. Game Master will mir die Gurke in die Vagina schieben, hat sie einfach als Titel genommen. Game Master will mich als Jungfrau ohne Pille. Ey, jetzt mal ernsthaft, wie kommt die da drauf? Das ist doch nicht normal. Also das ist, ich glaube, sie hatte psychisch wirklich große Probleme. Und ich hoffe, dass sich das eventuell irgendwann mal ändern wird. Hier. Also das muss man hier wirklich zugutehalten. Das kann nicht. Also wenn du normal oder eine gesunde Psyche hast, kannst du nicht solche Titel wählen. Das geht nicht. Wobei man dann als Meinungsblogger wieder ein bisschen mehr Content hätte. Ich meine, ihr seid ja auch nicht wirklich blind. Auf YouTube ist abseits von Pokémon Pack Openings und Reactions... Was ist bitte F-Stern? Sternchen, TKEN, das Sternchen ist dieses Gender-Sternchen. Was genau damit gemeint ist, ich weiß es nicht, aber dass dieses Gender-Sternchen wird da gesetzt nach dem F. Uns nicht mehr wirklich was los. Und jetzt stellt euch mal vor, dass YouTuber wie FIFA Gaming, ZMAX oder Rebecca Wing von jetzt auf gleich mit YouTube aufhören würden. Ich schwöre euch, die halbe Meinungsbürger... Ich finde den Chat für Gender. Und das soll jetzt kein Front sein oder sowas, ne, aber guckt doch mal bei Alpha Kevin vorbei, der hat einfach in den letzten 12 Monaten unglaubliche 7 Videos über ZMAX gemacht. Wir brauchen diesen Content als Filler. Aber ich schweife ab. Natürlich das ist bin gut. Ich durch das Video Habe ich wirklich nur 7 Videos gemacht zu ZMAX? Warte mal. Habe ich wirklich 7 ZMAX-Videos? Also ist schon stark, oder? In den letzten 12 Monaten unglaubliche 7 Videos über ZMAX gemacht. 5. Hallo, es wird nur 6 eingeblendet. 1, 2, 3, unglaubliche 7 Videos über ZMAX gemacht. 6. Er hat nur 6 Stück eingeblendet. Was für 7? Blende doch alle ein. Komm, trau dich doch. 6 Videos ist gar nichts. 7 Videos. Erst dann kommen wir auf den richtigen Pfad. Wir brauchen diesen Content als Filler. Aber ich schweife ab. Natürlich bin ich durch das Video von... Wir brauchen die Leute einfach, so ist es, ja. Ich meine, wie denn auch? Selbst wenn ich meine verdammten Augen schließe, um diesem Video überhaupt nur eine einzige Chance zu geben, werde ich instant erschreckt durch Geräusche wie diese. Oh, Alter, das ist wirklich, das hier kann nicht glatt sein. Das geht gar nicht. Aber noch verstörender ist eigentlich das, was sie sagt. Hört selbst. Wisst ihr, ich habe von der Sahne geträumt. Aber ich habe auf den Moment gewartet, damit ich es mit euch teile. Wisst ihr, wie das klingt? Das klingt, als würde die in eine GoPro reinsprechen. Da ist die Qualität auch richtig beschissen. Mit dieser Sahne ist einfach grandios. Es ist mir egal, wie ich gerade aussehe. Es geht um die Beziehung zwischen mir und der Sahne und dem Ohr. Sieh nicht süß aus mit der Sahne. Okay, nachdem ich also in der Nacht kaum zum Schlafen gekommen bin und am Tag darauf aussah wie eine wandelnde Leiche, also so wie immer,
dachte ich mir... Ich hatte gerade auch Gänsehaut, ne? Whisky, jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, wir fühlen gerade gleich. Er hat gerade auch Gänsehaut gehabt. Es ist so, wirklich, über den ganzen Rücken habe ich gerade Gänsehaut. Ja, jetzt kommt es nochmal, jetzt kommt mal so ein Schauer. Das ist ganz ekelhaft. Hey, Tilan hat doch so eine schöne Abendroutine hochgeladen für eine schöne, straffe Haut. Ist vielleicht nicht ganz so verkehrt, wenn man Augenringe bis zum Boden hat, auch wenn ihr Video nur an Mädchen gerichtet ist. Weiß nicht, ob ich mir diese Sequenz hier angucken möchte. Okay, Alter, ich bin raus. Like das Video, ansonsten wird euch Tilan heute Nacht im Schlaf Sahne in euer verschissenes Ohr sprühen und auslecken. Ansonsten bleibt frisch, bis zum nächsten Mal. Ey, stopp. Dieser Satz, der hat Knuspertoast-Videos angeguckt. Baku, du kannst das nicht verleugnen. Du hast Knuspertoast-Videos angeguckt. Er hätte nicht den Satz rausgehauen. Nach dem Schlaf Sahne. Okay, Alter, ich bin raus. Like das Video, ansonsten wird euch Tilan heute Nacht im Schlaf Sahne in euer verschissenes Ohr sprühen und... Der hat Knuspertoast-Videos angeguckt, der hätte den Satz nicht so gesagt mit Like dieses Videos, sonst wird das und das passieren. Weil das sagt auch, also Knuspertoast hat da gefühlt Patent drauf, das zu sagen, Like dieses Videos, sonst wird euch zum Beispiel dieser Pinguin vergewaltigen oder sowas. Das ist wirklich, also hier wird eine Grenze überschritten. Akku, sei ehrlich. Und auslecken. Ansonsten bleibt frisch, bis zum nächsten Mal und... Ciao. Boah, Alter, ist ja... Ey, wirklich, Baku macht immer krassere... Also sonst immer mit der Cappy mittlerweile... Ey, wie ein Zauberer. Guckt euch das mal an, wie krass. Bleib frisch, bis zum nächsten Mal. Ich möchte auch so einen krassen Effekt können. Und... Ciao. Noch nie sowas gesehen, ohne Scheiß. War auch richtig krass jetzt hier zum Schluss. Ja, ist halt wild, ne? Die Bewertungen sprechen, glaube ich, für sich. Ist, glaube ich...